Yeah. Keiner von euch kennt mich, keiner hat nen Plan, wer ich bin, was ich mach, für euch alle nicht real. Geboren 95, Hamburger Süden, als kleiner Junge eher unauffällig, einer von vielen. Ein Ziel, außer Fußball war nichts anderes im Kopf drin. Profispieler Bundesliga, Piotr Trochowski. Jeden Tag am Bolzplatz, spielen auf Beton. Doch das harte Training schaffte meine Krisen nicht davon. Schulisch auf der Kippe, keine lukrativen Mittel, um in Hamburg zu trainieren, die Karriere war Geschichte. Mit den Jahren traf die Realität. Freunde kommen, Freunde gehen, doch es geht, wie es geht. Früher beste Freunde, immer Playstation und Fußball. Heute kein Kontakt mehr, doch ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Nur sehr wenig sind geblieben, doch überlebt ne Freundschaft, auch Entfernung ist sie nicht mehr zu verbiegen. Fäden halten wie Stahl, auch über Waldareal. Oft nur ein Lichtblick, aber uns ist deren Meinung egal. Ja, erwachsen werden ist kein einfacher Weg. Zwischen Alkohol, Gras und diesem Weiberproblem. Hab schon früh erkannt, hier läuft im Unterricht was falsch. Sie züchten dich zum Sklaven, alle ungerecht und kalt. Das Schulsystem ist Dreck, erzwingt Leistung mit Gewalt. Sehen Talente als Problem, statt sie zu fördern, schränkt sie ein. Konnt nie Noten lesen, stand in keinem Orchester. Doch für Rip mehr als ein Musikstudent mit 30 Semestern. Also glaub nicht das, was Leute dir erzählen. Doch mach die Schule fertig, glaub mir, es wird häufig zu Problemen. Jeden Tag am Saufen, Jäger ohne Pause. Dann kam der Tod und zog mich raus aus dieser Schlaufe. Auf einmal war das alles so real, sie war einfach nicht mehr da. In die Zeitung, dann ins Grab. Wurde schon oft gekickt vom Leben, aber keiner war so hart. Hab schon einige verloren, aber keiner stand so nah. Auch der meinen Namen gab, ist heute nicht mehr da. Rest in peace, Bruder, für dich mach ich weiter jeden Tag. Ständig fragen sie nach, glaubst du an Java Allah? Nach meiner Herkunft, Bruder, guck, mir ist das alles egal. Religion zieht man nicht an wie deine Gucci-Sandalen. Und man brüstet sich nicht damit vor den anderen in Bars. Man verurteilt doch niemand für sein Glauben, ist klar. Jeder so, wie er mag und nicht so, wie sie sagen. Alles ne Sache zwischen dir und deinem Gott. Behalt sowas für dich und publizier es nicht sofort. Vertraue nicht sofort und pass auf, wem du begegnest. Denn manche hier verleiten unterm Deckmantel des Bösen. Erkennen deine Probleme, aber ziehen dann als Lösung die Verbreitung ihres Hasses in Form von dir in die Erwägung. Mit den Jahren bin ich kälter geworden und frag mich jeden zweiten Tag, was mich noch hält hier im Norden. Von den alten Jungs ist keiner mehr geblieben, gründen eigene Familien, bleib allein und musiziere. Seit ich 18 bin, schreibe ich und mach tausende Songs. Doch immer Hauptstraße, Dachgeschoss, außen Beton. Ich will raus hier, einfach in den Flieger und dann weg bei. Dafür muss ich noch ackern, Bruder, finanziell gedeckt sein. Doch schieb die Träume beiseite und komm zurück in das Leben. Ich war es leid, auf alles Rücksicht zu nehmen. 2013, dann hat's Mike begann mit Battle Rap. Damals kein Gejaule, sondern straight in deine Fresse Rap. Ohne Erfolg, aber mit Spaß an der Sache. Niemals Fame-Gedanken, rappte keine Parts für die Masse. Schrieb den ersten Song, um Message in einem Part zu verpacken. Das war noch weit vor Autotune und Balenciaga Bauchtaschen. Hol die ersten 100 Euro von der Sparda-Bank ab. Es war ein Traum davon zu leben, damit Bares zu machen. Doch das Geld kommt, geht, so wie Freundschaft und Frauen. Deshalb folgt deinem Traum und der Rest nimmt seinen Lauf. Noch heute hängen die Poster von den Crew-Decks im Zimmer. Nie wieder Arbeit, sondern nur Rap für immer. War nie Geld fokussiert, wir hatten immer viel zu wenig. Aber willst du überleben, brauchst du mehr als die Genetik, um im Käfig zu bestehen und immer gegen das System. Hier sind die Ebenen verdreht, guck, ich rege das mal eben. Erstellt deinen Zukunftsplan, Newsformat, YouTuber, Berichte über Rap und Kommentare meiner Zuschauer. Plötzlich kam die Kohle, doch für Rap begann ich Hochverrat. Es ging nur um Geld und Klicks und darum etwas hochzuladen. Nur für Money, doch ich konnte das nicht. Die alten Songs alle begraben unter Tonnen von Klicks. Also hab ich alles gelöscht, lieber fang ich neu von Null an, doch behalte meine Liebe für Rap. Doch es lief nicht, die Fanbase war kaputt. Rippe Songs über Songs, steh am Fenster und buff. Ich wollte aufhören mit Tracks, ein Song raus, dann bin ich weg. Anfang des Jahres und beginn dann eine Ausbildung statt Rap. Doch die Resonanz zeigt, dass unter tausenden von Tracks sich ein Haufen von Talent unter der Staubwolke versteckt. Also nahm ich mir mein Trackner zum Motto, machte weiter und der Hype kam wie ein Sechster im Lotto. Seit dem Tag glaub ich an Karma, es zählt das, was du getan hast. Ob du wartest auf Samsara oder gehst, weil du nen Plan hast. Nebenbei mit Disses, Kekos, wecke das mit Pabas. Denn ein Teil blieb noch immer dieser Battle-Typ von damals. Ich gebe niemals auf, steh ich am Ende da mit 30 und hab immer noch kein Album verkauft. Meinen Sinn. Seit dem Marshall Mathers LP wusste ich plötzlich, wer ich bin. Setz mit Risiko auf Win, meine Ziele sind utopisch. Saß schon auf den Kliniken in die Augen des Todes. Ich hab nichts zu verlieren, weil ich am Ende weiß, er holt mich. Bis da hol ich uns raus, auch entgegen aller Logik. Sie sagten, ruh dich aus, mach auf safe, steh und warte. Doch lieber geh ich drauf, als den Weg eines Sklaven. Ich geh nicht mehr in Clubs, weil ich hasse das Klischee. Auf Alkohol, dein Messerstich, man alles schon gesehen. Weiber picken, Herzen brechen, morgens wieder gehen. Tausendmal erlebt und
vielleicht könnt ihr mich verstehen. Am Ende zählt nicht, wie viel Weiber in den Nächten du hattest, sondern welche ist doch bei dir auf der letzten Etappe. Wenn ich eins gelernt hab, dann nie aufzugeben. Schlaf geht verloren, wenn du versuchst, deinen Traum zu leben. Vermeide Leute, die probieren, es dir auszureden. Fokus liegt auf rauszugehen aus dem System und nicht mit 50 draufzugehen. Du wirst älter, deine Eltern werden sterben. Klingt hart, das sozusagen, deshalb halte sie in Ehren. Bau ein Leben nach deinem Wunsch, versuch dich selber zu ernähren. Sei nicht abhängig von anderen, verstell nicht deine Werte. Für den Fame, für den Job oder für eine Frau. Bleib du selbst, sei loyal, weil sie kriegen es raus. Funny. Fame oder Geld fokussiert, wollte Song bringen nach Song und die Welt therapieren. Mittlerweile gebe ich fix auf deine Hits und diese Major-Labels. Für andere schreiben damit Manager, die Geld erzählen. One-Man-Show, wird schon immer alles selber regeln. 25 Jahre, ich will raus, um diese Welt zu sehen. Mein Leben 24-7, nur Rap. Ich bereise fremde Länder nur für Videosets. Sitze nachts allein zu Hause, suche Beats und schreib Tracks. Bruder, Party ist nicht drin, ich schreib mal wieder nen Text. Hab mittlerweile über 800 Songs. Ja, vielleicht brauch ich noch paar tausend, bis die Platte mal kommt. Aus, sagt die Jadek voraus. Das Problem mit der Zeit, diese paar Taktik auch. 40 Stunden Arbeit, jede Woche dazu Fullrap. 120 Stunden, nenn mir einen, der das durchhält. Jahrelang am Rennen zwischen Treue und Verrat. Karma kommt und es gönnt, ich bereue keinen Tag. Danke Gott, danke euch für die Money Rolls. Fick auf Hunde, die nicht standen können wie Maxi Box. Ich bereue keine Tat, keine kleinste Sekunde. Jeder Bruder, der noch da ist, ist ein Teil dieser Runde. Danke Monte, auch wenn's niemand mehr weiß. Ohne dich wär diese Scheiße heute niemals gehypt. Die Jahre, sie vergehen. Rap bringt neue Freundschaften, guck und andere vergehen. Ich wünsch euch alles Gute, keine Negativität. Auch alleine bleib ich RFDF und besteh. Die letzten Jahre voll von Panikattacken. Meine Psyche war gefickt von zu viel Arbeit im Nacken. Täglich depressive Phasen und Probleme mit dem Schlafen. Mit dabei täglich die Angst, in diesem Leben zu versagen. Nur auf Paracetamol oder Novaminsulfon. Weil die Schmerzen in meinem Kopf wurden zu physischen Symptomen. Meine Ex-Freundin wirft sich vor den Zug. Bruder, sag, was willst du tun? Dieses Leben ist ein Fluch. Ich mach alles mit mir selbst aus, Dicker. Erzähl niemanden ein Wort und es klappt. Mittlerweile bin ich stärker als zuvor. Nie mehr wieder Drogen, die mich schießen in den Orbit. Push mich selber mit der Mucke und dann fliegen wir nach vorne. Nehmt mich nicht als Vorbild, dieser Weg hier war ein Chaos. Mit mehr Glück als Verstand, oft mit Rückgrat zur Wand. Doch gib mit, was ich fand, mit dem Stift in der Hand. Dieses Biss macht dich krank, bist du bisschen bekannt. Musst erkennen, dass hier leider keine Eier hat. Wegen einer Lein wollen sie mich stechen in der Heimatstadt. Ekelhaftes Business, keine Punchlines erlaubt. Sitzt mal keine Schlägertypen, kommt der Anwalt ins Haus. Ratet mal, warum hier keine Diss-Tracks mehr kommen. Du riskierst dein Leben, deine Existenz für nen Song. Dieses lächerliche Drecksbiss, ich spuck auf euch Ratten. Guck mal, keiner hier verbietet mir die Mucke zu machen. Alle abgehoben, fake und beflügelt vom Hype. Schwören täglich auf Gott, aber lügen dabei. Guck mal, Stresslevel immer überm Limit. Deshalb landete ich Anfang zu 20 in der Klinik. Körper zittert wie bei Parkinson. 2 Tage, um drauf klarzukommen, im gleichen Tempo weiter, weil ich bin noch lang nicht angekommen. Ich wurde nie an die Hand genommen. Geht's darum, wie das Leben läuft? Frag mich, was die Mädels wollen, am Ende seid ihr eh enttäuscht. Tut mir leid, dass du mich so krass geliebt hast, aber ich hab kein Vertrauen und steck meinen Fokus in nieder. Schreib mit Hochdruck mal wieder, streck per Schrotschüsse nieder. War auf Ansage, JCC nach Abschluss der Sieger. Bis begann die Welt, knackt die 1 Million Streams. Für mich alles nur ein Zeichen, sie fangen an zu kapieren. Reportagen bleibt mein Bruder, ist egal, was passiert. Die Gemeinde und die Fam gewinnen zusammen und verlieren. Welt ist nicht einer für alle, sondern einer für sich. Und den Rest lässt man fallen, der kann nix hält zusammen. Das wird deutlich gezeigt. Diese Menschheit ist verdreckt und mit dem Teufel vereint. Macht euch auf das nächste Jahr gefasst, Freunde. Wir werden alles auseinandernehmen. RFDF, Erbein, Brrrr.